damit dann hallo und herzlich willkommen wieder zurück und tja, was soll ich sagen, ich habe entsprechende Flüge gekauft oder beziehungsweise halt die Mods installiert. So, wir gehen einmal dahin, dann zeige ich das mal. Es sind jetzt nicht so viele, es gibt sehr, sehr wenig, musste ich feststellen, aber immerhin dann doch ein paar. So, und da sehe ich, dass irgendwie nur der eine drin ist. Okay, cool. Ah nee, stimmt, ging ja nicht. Ja, und zwar der von Kuhn. Der hat jetzt ein bisschen zu viel. Also wir haben 175 PS, der braucht 180. Das heißt, wir schaffen das aber noch. Aber anstatt den 2,5 Metern haben wir 3 Meter. Ich weiß. Es ist ein Witz, aber es ist schon mal eine Erleichterung, ja. Werden wir gleich sehen. Das ist auf jeden Fall... 3 Meter ist dann doch schon ein riesen Fortschritt. So. Vielleicht muss ich einfach mal die ganzen Add-ons installieren, die offiziellen. Ah ja, sehr schön. Sollten wir vielleicht die Radgewichte nehmen? Nee, ne? Nee. Gut, dann fahren. Oh doch. Das ist ja krass. Heftig. Nee, ich will das andere. Och. Ach, das geht wahrscheinlich nicht, weil der noch an ist, ne? Wahrscheinlich deswegen. Auch nicht, okay. So, jetzt. Auch nicht. Sag mal, der liegt doch noch gar nicht mehr da drinne. Ah, jetzt aber. Ja, endlich. Ja, dann nehmen wir die Radgewichte. Macht ja keinen Sinn. Ja, Radgewichte. Genau. Hätte ich ja nicht gedacht, ne? So, okay. Ah ja, sehr schön. So, das ist hier hinten. Auch oben, okay, gut. Ja, ich hoffe, das passt jetzt. Das kann ich wirklich nur hoffen, dass das ausreicht. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass der so schwer ist. Ah, scheint besser zu funktionieren. Wir können uns natürlich vorne das Gewicht noch senken. Dass wir einen niedrigeren Schwerpunkt haben. Schleift das über den Boden? Nee. Ich weiß gerade gar nicht so recht, wo ich hinfahre. Na doch, irgendwie schon. Ja. Also wir sehen schon so ein bisschen... Ah, ja. Okay, also wir haben mit diesem Flug hier schon Probleme in der Stadt. Dann das wird dann richtig lustig, wenn wir einen großen Flug kaufen. Da freue ich mich dann schon drauf. Ja, toll. Horrorerlebnis Nummer 1 mit dem Flug durch die Stadt. Yay! Das ist dann so wie früher, ja, bei den Gladiatoren und Spielen, wenn sie mit den Streitwagen links und rechts Klingen dran festgemacht waren, durch die Massen gerast sind. Ungefähr so ist das dann hier, ja. Eieieiei. So, hier rechts ist schon unser Feld, aber ich komme da noch gar nicht drauf. Ach, direkt beim Friedhof. Na, herrlich. Dann nehmen wir doch erstmal das kleine Feld. Toll. Ganz toll. Ich danke. So, wir gehen ein bisschen raus. Genau, so. Ich mag das in dieser Ansicht irgendwie am liebsten, warum auch immer. Und wir legen dann auch gleichzeitig noch ein bisschen neu an. Ja, weil das ist hier... Ich sag mal, das könnte man besser machen. Ja, also hier ist noch Optimierungsbedarf. Okay. Oh, Flug umstellen. Feld erstellen zulassen. Passt das? Wir müssen ein bisschen weiter vor, glaube ich, ja. So. So.
Genau. Habe ich gemacht. Senken. Genau, und dann machen wir nämlich das hier ein bisschen breiter und haben dann wunderbärchenhaft ein größeres Feld. Also klar, jetzt ist es auch eigentlich nur so ein Fitzelmeter, ne? Also der dann halt mehr ist, aber na, immerhin. So, das werden wir dann hier noch entsprechend ändern. So, einmal Flug drehen, bitte. Ich finde es immer wieder krass, was diese Maschinen alles können, ne? Wie sich Agrartechnik verändert hat seit meiner Kindheit. So, jetzt müssten wir dann eigentlich sagen, genau, Arbeit auf Felder begrenzen. Ah, wir werden da gleich nochmal am Rand lang düsen. Ich mache jetzt erstmal hier so quer rüber. Jetzt können wir auch in diese Ansicht springen. Oh. Na, das wird dann ja eh lustig. Also hier mit diesem kleinen Bach, ne? Da war er schon wieder am Kippen. Da war er schon wieder am Kippen. Also nicht müssen wir das Ding hier sonst nehmen. Für die Erntearbeiten, also für welche Sachen transportieren und so. Schön alles mitnehmen. Ja, wir sehen, mehr oder weniger sind die Felder ja auch zusammen, ne? Ups. Da haben wir aber nicht aufgepasst, ne? Ja, ist ja egal, wir fliegen ja eh das andere. Eigentlich könnte man daraus auch hier so ein großes Feld machen, ne? Aber gut, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ja, ich glaube, wir müssen noch einen anderen Traktor holen. Oder vorne ein größeres Gewicht. Also er macht das gut, ne? Also man merkt diese 5 PS nicht, nur das Gewicht. Das merkt man, das fehlt halt. So, den müssen wir nämlich vorne noch erstellen. Genau. Einmal heben, bitte. Dann werden wir das hier gerade ziehen. Zumindest versuchen wir das jetzt. Indem wir einfach parallel zur Straße fahren. So richtig schön gerade. Genau. Die ersten auch nochmal. Lass das ein paar Quadratmeter sein, vielleicht nur. Aber auch das hilft uns. Ja, jedes kleine, wie wir immer so schön sagen, ne? Jedes kleine bisschen hilft. So, okay. Jetzt hoffe ich nur, dass das da hinten entsprechend soweit schön wie wir einfach. Boah, es ist schon. Warte mal. Ich senke mal das Gewicht. Das müsste es vielleicht besser machen. Passt das jetzt hier hinten eigentlich mit der Ecke? Ja, das passt. Okay, gut. Dann können wir nämlich hier drehen. Ja, wir müssen einen anderen Traktor kaufen. Das hat keinen Sinn. Also zumindest mit dem Flug macht das keinen Sinn. Genau. Und gib ihm. Man muss auch wirklich sagen, also es gibt wenig Alternativen zum Landwirtschaftssimulator. Also es gab immer wieder sehr ambitionierte Projekte. Aber die meisten haben es
nicht hinausgeschafft. Real Farm zum Beispiel war relativ ambitioniert, wollte das realistischste Landwirtschaftsfeeling bieten, hat dann aber eigentlich komplett versagt, wenn man es so nehmen möchte. Achso. Warte. Genau. So. Muss ich gar nicht das verschwenken können. Achso, können wir schmal machen. Können aber auch breit machen. Das finde ich gut. So. Ja, oder Professional Farmer, auch nicht so gut. Farm Expert, sehr, sehr coole Ideen gehabt. Aber leider. Gebeutelt davon, dass eigentlich da keiner wirklich dann machen durfte, was er wollte. Ja, oder zumindest der Zeitdruck halt zu groß war. Und man dann gar nicht die Möglichkeit hat. Ich ziehe das jetzt hier einmal nur gerade, damit wir dann zurückfahren können und diesen Streifen da wegnehmen. Genau. So. Er zieht hier ganz schön nach rechts, ne? Wahnsinn. Oder Pure Farming zum Beispiel. Sehr, sehr genial gemacht. Also finde ich es auch immer noch neben Farm Expert, was halt die coolsten Sachen bot. Farm Expert, wo die Sachen halt auch wirklich kaputt gegangen sind. Und mit dem Anbau von vielen Sachen, was halt mittlerweile auch beim Landwirtschaftssimulator möglich ist. Das war halt mega genial, ne? Und Pure Farming hat ja auch dieses von wegen, hey, du kannst hier was kaufen, du kannst auch in einem anderen Land einen Hof haben und dich darum kümmern, mehr, also in mehreren Bereichen. Das war eine super coole Idee, aber warum auch immer hat man das nicht weiter verfolgt. Also es kam nichts weiter für das Spiel raus. Ne? Am Anfang dachte man noch so, hey, okay, cool. Dann aber kam nichts mehr. Wo ich mich bis heute frage, warum? Ist halt mega schade, ne? Ja, und so ist es zum Beispiel dann auch bei, keine Ahnung, dieses Crops and Fields oder wie das heißt, das eine Harvest and Crops, keine Ahnung, wo man Ewigkeiten drauf gewartet hat, was über Kickstarter, glaube ich, damals finanziert wurde, wo man dann ewig warten musste und alles, was jetzt mittlerweile bei Steam ist, aber die Kritiken wirklich sehr schlecht sind. Also, sagen wir so, man muss sich ja mal selbst einen Eindruck machen, aber es sind schon sehr durchwachsen und das, was da steht, gibt halt wenig Hoffnung, dass aus diesem Spiel, so lange wie es schon in der Entwicklung ist, noch etwas Vernünftiges wird. Und das ist halt ein Problem. Ja, man hat halt nicht viel Alternativen hierzu, ne? Was eine große Alternative ist, aber auch in einem anderen Bereich bietet, ist Farm Expert. Farm Expert bietet halt die Möglichkeit, wirklich der sozialen, ne, wir haben es ja probiert, Komponente, dass die noch mit dabei ist, dass man mit den anderen reden muss, Freundschaften aufbauen muss, eine Familie gründen kann, mehr oder weniger. Man kann angeln gehen, man muss selbst was essen, man muss schlafen, man kann seine Farm reparieren und so. Das ist schon mega genial. Auch wenn die Optik vielleicht nicht die beste ist, so hat es doch jede Menge coole Optionen. Ziemlich schwierig, also auch herausfordernd, muss man sagen, was das Landwirtschaftliche angeht. Ja, nicht so einfach gehandhabt, wie es zum Beispiel hier ist, wo man halt vieles abgenommen bekommt und Möglichkeiten hat. Das ist da deutlich schwieriger, aber macht auch Spaß dadurch. Und da hat sich jetzt so viel verändert in den letzten Jahren, dass wir das uns auf jeden Fall auch nochmal bald angucken werden, wenn nicht sogar auch vielleicht dann wieder ein Let's Play dazu anfangen werden. Allerdings dann halt nicht mit so einer großen Häufigkeit, ne? Denn das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also da war ich sehr, sehr begeistert. Gerade dieses, ich muss was reparieren und so, ne? Da kommt ja jetzt auch Demolish and Build, was wir vom PC kennen. Was so ein bisschen ist wie der Bausimulator, bloß eben von einer anderen Firma. Das kommt jetzt für die Konsolen raus, ja, wo man abreißen und basteln muss. Bin ich mal gespannt, wie sie es gemacht haben, weil das Spiel ist schon, ich glaube 2017 oder 2018. Ist schon ein bisschen älter, ich glaube 2017. Und ich hoffe, man hat es nicht einfach nur portiert, sondern man hat auch da ein bisschen was dran getan, also was erweitert. Also nicht einfach nur so, oh ja, komm, wir hauen uns einfach auf die Konsole drauf, dann ist fertig. Ja, sondern sich mal ein bisschen Mühe gegeben. Momentan kommen ja viele raus, ne? Train Simulator World, der Bus Simulator, der Bausimulator, die Construction Simulator, die ganzen Landwirtschaftssimulator-Teile und noch so viele andere auch. Das sind eigentlich nur so die bekanntesten.
sind ja mittlerweile für Konsole erschienen. Und es kommen halt noch mehr. Also mittlerweile hat man wohl auch anscheinend entdeckt bei den Publishern und bei den Entwicklern, dass die Konsolenspieler auch durchaus gerne Simulationen zocken, auch wenn sie nicht den Vorteil einer fast endlos wirkenden Tastenkombinationsmöglichkeit wie bei der Tastatur bietet, ja, oder haben. Ja, okay, man hat halt das Pad und man ist auf diese Tasten angewiesen, aber mit einem Radialmenü, so wie man das teilweise bei vielen Spielen hat, da lässt sich vieles machen, oder wie hier mit dem Umschalten der Geräte. Das ist okay, und ich mag Simulationen auch lieber mit einem Pad zocken. Sonst musst du immer so ein döseliges Lenkrad hinpacken. Ja, das Lenkrad ist dann aber auch schön und gut, aber da hast du halt keine Tasten. Du kannst halt mit Lenken Gas geben und so, dann hast du vielleicht nochmal, wenn du ein vernünftiges hast, so wie ich damals bei der einen Konsole, dann hast du halt ein Lenkrad, wo nochmal so 4, 5 Knöpfe dran sind. Ja, da kannst du dann die wichtigsten Sachen drauflegen, aber eine Maus oder eine Tastatur brauchst du dann trotzdem immer nochmal zusätzlich. Und das brauchen wir bei einem Pad nicht. Da hast du das Pad und das Pad. Und das Pad. Und das war's auch. Also den Controller heißt es ja mittlerweile. Gamepad hieß es früher. Ja, also von daher. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen, was das angeht. Nur, das finde ich halt auch schön. Zumal die Steuerung mit einem Stick, wenn man den ganz langsam bewegt und was schneller ist, ist ja wie beim Lenkrad mit dem Einschlagen. Oder auch mit den Trigger-Tasten hinten, wo ich dann mehr oder weniger Gas geben kann. Das kann ich ja alles ganz. Je nachdem, wie doll ich das Pedal durchtrete oder hier dann halt drücke, ja, kann ich das ja kontrollieren und variieren. Und von daher sehe ich da keinen Verlust drin. So. Sehr schön. Dann haben wir fast das Feld fertig. Ja, das macht Spaß. Also ich habe wieder Lust und Laune da drauf, muss ich sagen. Vor allem durch die Season Mod bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, welche Karte das war, wo auch stand, dass es dann Überflutung gibt, wo ich mich noch gewundert habe und dachte so, ach du Schande, wenn du dann noch Überflutung hast. Das wäre ja dann schon uncool. Also wir werden Helfer vermeiden. Ja, also wir werden jetzt nicht so wie beim letzten Versuch, wo wir angefangen haben, dann eigentlich mehr oder weniger den Helfer alles machen lassen, sodass wir dann nur dumm rumstehen und so, okay, was mache ich jetzt? Ja, jetzt muss ich warten, bis der fertig ist. Dann kann man auch sowas spielen wie den Farm Manager, was ich euch gezeigt habe vor kurzem, ne, das Let's Show. Das ist dann eigentlich nichts anderes als das. Aber wir wollen ja entsprechend hier das vernünftig machen und das kriegen wir auch hin. Und wir werden natürlich dann halt, ich sag mal jetzt, wenn sowas ist wie Ernte oder so, bevor das jetzt kaputt geht, dann müssen wir das schnell machen, aber wir müssen uns auch um das Feld kümmern, weil je mehr wir haben, desto schwieriger wird es, ja. Dann werden wir natürlich auch Helfer engagieren, aber primär ist es unsere Aufgabe, das zu erledigen. Also so sehe ich das zumindest. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Ja, weil immerhin ist es unser Bauernhof, unsere Landwirtschaft und da müssen wir uns auch drum kümmern. Da können wir nicht sagen, so, ach, naja, ja, das ist ja nicht so wild. Ich habe auch geguckt, aber so eine schöne Karte, wie wir damals hatten beim LS17 auf dem PC, habe ich hier leider nicht entdeckt. Also die ist auch schon sehr schön, aber mein Herzblut hängt halt noch an der Karte, die wir damals im Livestream und alles gezockt haben, Ewigkeiten, ne? Wo wir da stundenlang wirklich zugebracht haben und alles verändert haben und ach, das war schön. Ich habe übrigens diese Walze nicht gefunden, muss ich sagen. Die, mit der man hier die Bodentexturen ändern kann, ne? Wo man dann ein Feld wirklich glatt ziehen kann. Vernünftig. Was mit dem Fluggehalt schwierig geht, wenn man es, also die Ränder glatt ziehen kann, das meine ich. Ne, weil das, mit dem Flug geht das halt schlecht. Wobei, wir hatten diesen geraden Flug. Ja, den haben wir hier auch. Oh, damit müsste das auch gehen. Dann nehmen wir den zum Boden erstellen, das ist im Felder erstellen. Ja, das ist eine gute Idee. Siehste? Haha. Ja, wir haben ihn zwar jetzt verkauft, aber hey, was soll's, den kriegen wir schon wieder. Ja, ne, manchmal haben die Dinge dann doch für eine andere Sache eine gute Verwendung. Da vorne sind noch ein paar Stoppel. Genau. So, die sind weg. Ja, aber wir sehen, die Bodentextur ist immer noch so schade. Das war zum Beispiel bei Farm Expert immer noch am besten, ne, wo dann wirklich das aufgewühlt wurde und je nachdem, was das für eine Bodenbeschaffenheit hatte, kam man besser oder schlechter weg. Das hat schon, also ich muss sagen, das hat echt mega viel Spaß gemacht.
ist auch das einzige Spiel, was das so extremst gehandhabt hat. Ich glaube auch die Entwickler, die das, den Farm Expert gemacht haben in den letzten Teilen, das sind auch die, die Mud Driver gemacht haben. Hier, Mud Tires, wie hieß es denn? Spin Tires, Mud Runner, hier genau, die Teile, ne? Oder Snow Runner ist der aktuellste. Ja. So. Was machen wir jetzt? Ja, wir werden jetzt hier an der Seite parken. Verkehr, Platz schaffen. Ist ja auch unser Feld. Wir sehen, hier können wir dann entsprechend mähen. Und ja, werden das dann nutzen, damit wir da Zeugs haben für unsere Viechers. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns ja dann am Mittwoch wieder. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.